Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn es ist wieder Donnerstag. Das bedeutet, Rockstar Games hat ein neues Fahrzeug hinzugefügt in GTA Online, genauer gesagt ein Motorrad. Ob dieses Motorrad überhaupt wert ist zu kaufen, wie das Tuning aussieht und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Aber Leute, bevor wir anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, so fast die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir auch nochmal direkt an. Das Fahrzeug, was hinzugefügt wurde, trägt den Namen Western Reaver. Das ist ein Motorrad und findet ihr auf der Legendary Motorsports Seite und für den stolzen Preis von 1,9 Millionen GTA-Dollars für ein fucking Motorrad, Leute. Also, schon teuer, aber vielleicht lohnt sich das Tuning ja. Beim Tuning fällt natürlich auf, Leute, dass das generell ein Motorrad ist und Motorräder haben generell weniger Tuning-Teile als Autos. Aber hier muss man auch dazu sagen, dass es für ein Motorrad trotzdem sehr, sehr viele Tuning-Teile hat. Also man kann hinten so eine Art Schutzlehne oder Lehne dran tun, was bei so einer sportlichen Naked Bike, naja, suboptimal aussieht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ansonsten könnt ihr trotzdem auch hier die Polsterung ändern, was sehr, sehr cool ist und was auch sonst so eigentlich eher weniger da war bisher in GTA Online. Was ihr natürlich auch noch ändern könnt, sind so gesehen die Stoßstangen bzw. eher Spritzschutzbleche über die Rädern. Vorne und hinten könnt ihr natürlich auch ändern, bzw. auch mehr carbonmäßig machen, dass das Fahrzeug eher Carbon-Motorrad aussieht. Was ihr auch ändern könnt, was tatsächlich auch raussticht, ist tatsächlich die Frontscheibe. Denn die Frontscheibe hier könnte sich auch in gewissen Farben umtunen. Und das bringt tatsächlich neue Möglichkeiten rein, das Motorrad so zu designen, wie ihr es gerne haben möchtet. Also es gibt rote Scheiben, grüne Scheiben und andere Scheiben. Also klar, also da habt ihr voll die Auswahl und könnt so gesehen ein wirklich einzigartiges Motorrad tunen. Und das Motorrad hat natürlich auch Designs, die tatsächlich mit den Farben mehr oder weniger matchen können, je nachdem wie ihr es tut. Was ihr auch noch tunen könnt, Leute, ist natürlich hier den Auspuff. Da habt ihr aber leider nur so 4 Varianten, die ihr tunen könnt. Also jetzt auch nicht die Welt. Ansonsten bleibt alles Standard, klar, Motorleistung, Bremsen, Panzerung und Felgen könnt ihr natürlich hier auch ändern. Aber ansonsten, Leute, ist es halt ein Motorrad und mehr kann man halt auch nicht beim Motorrad machen. Aber gut, Leute, was denkt ihr denn über das Motorrad? Sollte man es nicht kaufen oder eher weniger, einfach wegen dem Preis? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber Leute, die große Frage hier natürlich wieder, habe ich das Motorrad gemoddet? Und natürlich habe ich das Motorrad gemoddet. Ihr seht es auch gerade hier. Und falls ihr dieses Motorrad haben möchtet, Leute, dann abonniert mich und verpasst nicht mal den nächsten Giftcast to Friends Stream. Aber Leute, ich würde sagen, ich bin mal raus. Euer Wombat. Ciao.